Das gleiche wird in dem Hadith von Jabir ibn Abdullah überliefert, der auch in den Sahihain verzeichnet ist. Er sagte: "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli." Mir wurden fünf Dinge gegeben, die niemandem zuvor unter den Anbiya gegeben worden sind. Und er nannte unter anderem den Tayammum, "Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." Die Erde, der gesamte Boden wurde für mich zum Masjid gemacht, also zum Ort des Gebets, überall kann man beten. Und zum Tahur, damit ist der Tayammum gemeint, wenn man kein Wasser hat. Und er nannte die Shafa'a, wa u'titu shafa'a. Er meint damit die große Shafa'a am Tag der Auferstehung, was man auch als Maqam al-Mahmud bezeichnet. Das ist dieser Vorfall, wo die Menschen zu den einzelnen Propheten kommen und dann am Ende gelangen sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er nannte die Ghanaim. Die Ghanaim, das heißt diese Kriegsgewinne. Man muss aber erwähnen, dass die Fuqaha erwähnen, in der Definition der Ghanima, das ist sozusagen, das sind die Vermögensgegenstände, die vom Sieger eines Krieges oder Gefechtes eingenommen werden. Nicht? Das heißt, das hat etwas mit Macht zu tun. Man ermächtigt sich über etwas. So wenig deswegen, weil die Ranima ist nicht, wie sich der eine oder andere vorstellen mag, der etwas klauen muss, sich im Dunkel der Nacht verstecken muss, vor der Polizei flüchten muss, ja, und das als Ranima bezeichnet. Das ist keine Ranima, das ist Diebstahl, das ist Diebstahl, das ist Seliqa und im etwas schlimmeren Fall eine Form von Raub, ein Überfall, aber keine Ranima. Ich weiß, das mag der eine oder andere nicht, aber es ist halt so.